automatische Parkbremse. Die automatische Parkbremse funktioniert in zwei Betriebsarten: manuell oder automatisch. Das manuelle Anziehen der Parkbremse erfolgt durch Ziehen des Schalters nach oben. In der Instrumententafel wird eine Warnmeldung angezeigt und eine Kontrolllampe leuchtet auf. Zudem leuchtet eine Kontrolllampe auf dem Schalter auf, um seine Verriegelung zu bestätigen. Zum Lösen der Parkbremse drücken Sie auf den Schalter. Die automatische Parkbremse wird beim Abschalten des Motors automatisch verriegelt. Sie können die Parkbremse auch bei einem Halt zwischendurch aktivieren. Sie wird gelöst, sobald Sie anfahren und beschleunigen. Falls Sie die Fahrertür öffnen oder den Sicherheitsgurt lösen, wenn die Stopp- und Startfunktion den Motor in den Bereitschaftsmodus versetzt hat, wird die Parkbremse aus Sicherheitsgründen automatisch verriegelt und die Meldung Parkbremse angezogen auf der Instrumententafel angezeigt. Wenn Sie das Fahrzeug durch Schieben bewegen möchten, um zum Beispiel seine Parkposition zu verändern, gehen Sie wie folgt vor. Schalten Sie vor dem Verlassen des Alpina 110 den Motor ab, indem Sie gleichzeitig den Startknopf und den Schalter der automatischen Parkbremse 2 Sekunden lang drücken. Wählen Sie anschließend innerhalb von 45 Sekunden nach Abschalten des Motors die Stellung N.